Ich wurde von der dänischen Regierung mit der Untersuchung eines Effektes beauftragt, der von einer gewissen Susan Svensson ausgelöst wird. Alle Personen in ihrer Nähe verlieren ihre Hemmungen und können nur noch die Wahrheit sprechen. In einer Verhöreinrichtung des Geheimdienstes befrage ich 3 inhaftierte Kriminelle. Zunächst stelle ich eine banale Frage, um die Kooperationsbereitschaft zu prüfen. Frau Christensen, Ihnen wird vorgeworfen, sich an einem terroristischen Anschlag auf eine Viehzuchtmesse beteiligt zu haben, bei dem 5 Menschen ums Leben gekommen sind. Was sagen Sie dazu? Ich sage Ihnen Folgendes. Sie können mich kreuzweise am Arsch lecken. Glauben Sie wirklich, dass ich Ihnen mehr sage als in den Dutzenden Verhören, die ich schon hinter mir habe? Glotz nicht so dämlich! Wenn die Subjekte auf ihrer ablehnenden Haltung beharren, nimmt Frau Svensson meinen Platz ein und stellt ihre Fragen. Hallo Frau Christensen, wie geht es Ihnen? Mir geht's zum Kotzen. Würde es mir auch, wenn ich 5 Menschen auf dem Gewissen hätte. Deswegen geht es mir nicht schlecht. Weshalb geht es Ihnen dann schlecht? Sind Sie bescheuert? Ich sitze im Gefängnis. Bereuen Sie es, 5 Menschen getötet zu haben? Wissen Sie, dass der durchschnittliche Europäer 1094 Tiere in seinem Leben isst? Ich habe also 5465 Leben gerettet. Und das ist noch längst nicht alles. Wie viele Tiere haben Sie denn nach Ihrer Rechnung gerettet? Mindestens 20.000. In meinem Büro werte ich dann die Bild- und Tonaufnahmen sowie die Ergebnisse des Lügendetektortests aus. Das Projekt unterliegt der Geheimhaltung und läuft unter dem Namen der Susan-Effekt.